Und zwar schauen wir nämlich auf die Landtagswahl erstmal in Rheinland-Pfalz. Am kommenden Sonntag finden nämlich die ersten beiden Wahlen nämlich in Deutschland statt. Nicht nur im Rahmen der Pandemie, der Corona-Pandemie, die ja in dieser Woche jetzt ja auch seit einem Jahr Pandemie genannt werden darf. Nein, sondern nämlich auch im Superwahljahr 2021. Es stehen unter anderem, und das ist jetzt kein Scherz, Wahlen in, wie gesagt, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz. Dann kommt noch dazu Sachsen-Anhalt, das sind schon mal drei Landtagswahlen. Dann kommt noch Thüringen dazu, wird ja neu gewählt, ist ja jetzt aber auch verschoben worden. Dann kommen noch die Abgeordnetenhauswahlen in Berlin noch dazu, die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern und der krönende Abschluss, die Bundestagswahl. Es sind sieben Wahlen in diesem Jahr und it's a great pleasure, wie man so schön sagen würde bei Dercho TV. Nein, wie man so schön sagt, es ist eine große Freude, dass ich mit euch darüber hier in diesem Jahr auch darüber berichten werde. Am einem Tag ja sogar ganze vier Wahlen, nämlich aus Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Thüringen und der Bund. Das wird am 26. Februar ziemlich spannend. Ja, und in der letzten Woche genauer gesagt, ist es auch ziemlich spannend in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz gekommen. Baden-Württemberg werden wir uns entsprechend am Mittwoch nämlich angucken. Und da gab es nämlich das TV-Duell zwischen den beiden Spitzenkandidaten von der SPD, nämlich der amtierenden Ministerpräsidentin Malu Dreyer und dem CDU-Herausforderer Christian Baldauf. Ja, ob die CDU auch Baldauf wieder, ja, ich weiß. Schlechter Wortwitz, aber was soll's. Nein, aber es ging natürlich darum, am Freitag zu sehen gewesen im Südwestrundfunk, im SWR, nämlich das TV-Duell zwischen den beiden. Und das war das erste und einzige TV-Duell mit den beiden. Also es ist nicht so wie in Amerika zum Beispiel, dass es drei Runden geben wird oder so, sondern auch nur ein TV-Duell. Das kennt man ja auch aus den letzten Jahren immer wieder, war es ja mit der Bundeskanzlerin ja so, auch nur ein TV-Duell, dann aber direkt mit vier Sendern. Und beim TV-Duell am vergangenen Freitag, was ja dann auch gut eine Woche vor der Landtagswahl nämlich stattgefunden hatte, ging es dann natürlich auch ziemlich hin und her mit den Themen, die es natürlich gab. Großes Thema, natürlich die Corona-Pandemie in diesem Jahr selbstverständlich oder generell auch. Und das hat es natürlich dann auch entsprechend bestimmt an diesem Freitagabend. In der Debatte nämlich warf unter anderem der CDU-Spitzenkandidatin, der SPD-Kandidatin und Ministerpräsidentin natürlich vor, dass es ja eine Fassaden- und Symbolpolitik wäre, bei den Wirtschaftshilfen zur Abmilderung der Corona-Krise Vorwürfe natürlich zu geben. Und sie verteidigte natürlich, also Dreyer verteidigte natürlich diese ganzen Beschlüsse, die am vergangenen Mittwoch ja gemacht wurden, dass man ja wieder etwas lockert, das ist natürlich klar, dass es bald auch wahrscheinlich nicht anders gemacht hätte, im Gegensatz zu seinen anderen CDU-Kollegen, das muss man ja auch nochmal sagen, da saßen ja auch dann noch am vergangenen Mittwoch deutlich mehr CDU-Kollegen als SPD-Kollegen, ne? Das mal nur so als kurze Info, das wäre wahrscheinlich dann auch eher ein Tritt ins Fettnäpfchen gewesen. Das sind so einzelne Sachen, die natürlich dann auch unter anderem ein Thema waren, wenn wir jetzt natürlich das ganze TV-Duell hier heute auseinandernehmen, das werden wir ja entsprechend vielleicht wohl eher am Sonntag wohl wahrscheinlich machen. Da wird es ab 17 Uhr hier bei Dercho TV dann auch noch einen kleinen Countdown nämlich noch geben. Ich werde dazu später dann auch noch mal was sagen, für die, die dann auch noch mit dabei sein möchten im Livestream, nämlich auf Twitch. Und andere Themen gab es natürlich auch. Also Corona hat jetzt nicht nur unbedingt dieses ganze, sagen wir mal, das ganze Thema des TV-Duells bestimmt. Es ging auch natürlich um Bildung. Es ging auch um die Gesundheit an sich natürlich, also abseits von der Corona-Pandemie, aber auch um das Thema Klima, die ewigen Themen, die immer in solchen TV-Duellen besprochen wurden. Und vor allem natürlich auch, kam nämlich dann auch vom CDU-Kandidaten Baldauf, nämlich warf er der Landesregierung vor, dass in den vergangenen 2 Jahrzehnten, also in den letzten 20 Jahren, keine Vorsorge getroffen wurden, für die Landärzte Nachfolger zu suchen in den Praxen. Denn klar ist ja auch, dass ja in vielen ländlichen Gegenden natürlich ein Ärztemangel herrscht. Viele ältere Ärzte, die natürlich in Rente gehen wollen, können eventuellerweise nicht in Rente gehen oder gehen einfach in Rente. Das Problem ist dann aber, in dem kleinen Dorf oder in dem kleinen Ort gibt es dann keinen Arzt mehr. Und Baldauf sagte natürlich dazu, erst brennt es, dann das Feuer hat man selbst angesteckt, dann kommt es ein bisschen mit dem Feuerlöscher,
das ist keine Zukunftspolitik so bald auf da, zu dieser ganzen Geschichte. Dreyer konterte natürlich entsprechend und sagte, dass auch entsprechend mehr Studienplätze dieses ganze Problem auch überhaupt nicht lösen würden. Und sie sagte dazu, wenn ich die Plätze nochmal erhöhe, heißt es noch lange nicht, dass einer davon dafür sorgt, dass die Menschen bei uns bleiben. Ja, das heißt natürlich auch nicht direkt, dass einer, der jetzt auf einmal ein Arzt sein möchte, dann direkt in dem Sinne dann aufs Land geht, sondern eher lieber in der Stadt bleiben möchte, anstatt natürlich etwas anderes dann auch dabei rauszumachen. Im Moment regiert ja in Sachsen, aber schon sagen, in Rheinland-Pfalz eine Koalition aus SPD, Grüne und FDP, nämlich die sogenannte Ampelkoalition. Eigentlich ja so gesehen, es ist eine Ampel, also Rot, Gelb, Grün, SPD, FDP, Grüne. Und laut den aktuellen Umfragen nämlich, die letzte Woche auch noch, ich muss mal gerade mal auf meinen Kalender gucken, die genau auch letzte Woche zum Ende der Woche hin gemacht wurden, zeigen nämlich auch, dass die SPD im Moment auch führt, sowohl bei Infratest DIMAP, so auch bei der Forschungsgruppe Wahlen. Es gibt auch noch die anderen, bei INSA zum Beispiel, da ist aber die Umfrage noch ziemlich weiter hinten, nämlich also vom 4. März unter anderem, das kann ich auch gerne nochmal hier schön einblenden, das ist jetzt von wahlrecht.de, das sind die obersten beiden hier, wir können mal hier auf Infratest DIMAP nämlich gehen, ich kann es auch für euch mal gerne mal ein bisschen größer machen, dann seht ihr es nämlich, also das hier, was jetzt blau angezeigt ist, das kann ich mal kurz mal zeigen, ihr seht es vom 4. März nämlich und da seht ihr die CDU bei 28%. Das ist ein ziemlicher Absturz unter die 30er-Marke, die SPD hier aber bei genau 30%. Die Grünen natürlich schon länger in Aufschwung, auch im letzten Jahr ist es so gewesen oder zumindest auch in den Wahlen davor ja immer wieder gewesen, bei 12%. Die FDP würde sich auch nochmal steigern auf 9%. Die Linke bei 3% würde den Einzug in den Landtag in Rheinland-Pfalz nicht schaffen, die AfD bei 9%, die Freien Wähler sind ja auch gelistet mit FW bei 5% und die sonstigen bei 4%, die Piraten, die jetzt mal einfach hier bei wahlrecht.de mit drin sind, die spielen hier entsprechend keine Rolle. Bei der Forschungsgruppe Wahlen, wo es dann am vergangenen Freitag nämlich rausging, da liegt die CDU bei 29%, aber auch unter der 30%-Marke, weshingegen die SPD zum Beispiel bei 33% liegt, also 4 Prozentpunkte höher als die CDU. Das wäre ein Debakel natürlich. Wenn wir auf die Zahlen von Baden-Württemberg im Übrigen gucken, das sieht es nämlich nochmal ganz anders aus. Aber ob jetzt noch in dieser Woche kurz vorher noch Zahlen rauskommen werden bis zum Mittwoch, ich weiß es nicht, kann ich aber auch noch nicht genau sagen. Grüne würden hier bei 11% liegen, Linke bei 3% würden also auch ebenfalls hier, also würden auch bei der Umfrage es nicht schaffen, die FDP sogar nur bei 7% und die AfD bei 9%, die Freien Wähler bzw. die sonstigen würden damit würden bei 4% sein. Das ist so geradewegs der aktuellste Stand, also lasst euch nicht vom SWR und vom Bild wundern, das ist von Ende Februar, also das ist von vor 2 Wochen schon fast, also das sind andere Umfragen und das möchte ich auch nochmal ganz kurz sagen, am kommenden Sonntag wird ja in Rheinland-Pfalz und auch in Baden-Württemberg gewählt, am Mittwoch blicken wir nach Baden-Württemberg schauen, natürlich dort, wie sich da auch jetzt unter anderem auch das TV-Duell, was jetzt schon etwas länger als eine Woche her ist, aber auch letzte Woche stattgefunden hat, uns auch nochmal anschauen und blicken da auch natürlich auf die aktuellsten Umfragen, die nicht nur von Infratest DIMAP kommen, sondern auch von der Forschungsgruppe Wahlen, aber wohl auch wahrscheinlich von den anderen Wahlinstitutionen dann eher mit einem aktuelleren Stand als natürlich jetzt, sagen wir mal, vor 2-3 Wochen, weil das würde nicht so viel bringen. Viele würden natürlich sagen, warum zeigst du dann nicht die anderen? Ganz einfach, weil, wie gesagt, wenn ein Umfrageinstitut bisher jetzt noch nicht eine neue Umfrage rausgebracht hat, zu einem Zeitpunkt, wo man jetzt sagen kann, da kann man es jetzt noch machen, also jetzt zum Beispiel in dem Falle gut eine Woche vor der Wahl, dann kann man mit den Daten nichts anfangen, wenn sie 2-3 Wochen alt sind. Das auch nur so als kurze Information. Deswegen, also am Mittwoch dann unter anderem die Zahlen bzw. auch Infos zur Wahl in Baden-Württemberg und am Sonntag hier bei DERCHO-TV ab 17 Uhr bis 22 Uhr ungefähr werden dann hier 2 Wahlen auseinandergenommen. Einmal die Landtagswahl in Baden-Württemberg und natürlich auch die in Rheinland-Pfalz, wenn ihr dabei sein wollt, twitch.tv/DERCHO-TV ab 17 Uhr live hier mit mir.